Ja, Hallöchen Leute, und heute gibt es mal ein ganz kleines Spezial, sage ich jetzt einfach mal, ein News-Spezial. Und zwar ist heute nun offiziell rausgekommen, Kimi Räikkönen ist zurück in der Formel 1. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben bei Renault, wird also nicht wie vorher vermutet, sage ich einfach jetzt mal, bei Williams einsteigen und dort eben halt diese Millionen mitbringen, wo die sicherlich sehr gut gewesen wären für Williams. Allerdings hat sich der Kimi Räikkönen jetzt für Renault entschieden. Er selbst sagt, meine Zeit in der Rallye-WM war zu diesem Zeitpunkt in meiner Karriere als Fahrer sehr hilfreich, aber ich kann meinen Hunger nach der Formel 1 nicht verleugnen, der zuletzt überwältigt wurde. Also, Kimi Räikkönen hat wieder Lust an der Formel 1 und wir hoffen natürlich, dass er nächstes Jahr dann auch gleich ordentlich einsteigen wird. Die Frage ist natürlich, was jetzt mit Robert Kubica passiert, wird man sehen. Vielleicht muss dann einer von den anderen Fahrern weichen noch, denn kann sein, dass eventuell dann vielleicht Romain Grosjean, Vitaly Petrov oder eben halt der Bruno Senna weichen muss. Noch ist natürlich nicht mal klar, wer überhaupt nächstes Jahr denn der zweite Fahrer sein wird bei Renault. Wir können auf jeden Fall gespannt sein und das war jetzt einfach mal bloß eine kurze Zwischennews und ja, demnächst kommt noch das kleine Video mit der Auswertung des Tippspiels und bis dahin sage ich einfach mal wieder ciao, ciao.